Hi. Moin Leute, was geht ab? Willkommen zur ersten Folge bei Abgejackt. Und heute zeige ich euch natürlich erstmal eine der größten Änderungen in Call of Duty. Und zwar ist das, dass das Totenstille fehlt und dass wir Exo-Fähigkeit haben. Somit, Mark Kevin hier hilft mir. Sehr schön, dass er da mitmacht. Und wir werden jetzt gucken, erstmal alles ohne Exo-Mute. Das heißt, er wird um mich rumlaufen, über die Sounds hören, wie es ist ohne Exo-Mute. Damit auch springen und fallen. Und anschließend wird er versuchen, die Bombe zu legen, ob das einen Effekt drauf hat. Ich sage euch gleich von vornherein, es bringt nichts. Aber anschließend werden alles für die ganzen gleichen Moves Exo-Mute anmachen und dann werdet ihr selber den Unterschied hören. Deswegen habe ich jetzt auch den Spielpegel ein bisschen lauter gedreht. Also immer schön gut zuhören, damit es auch funktioniert. Na dann, Marc, fang mal an. Ja, also ihr hört schon, man hört das Laufen auf jeden Fall. Und schauen wir mal, wie es beim Springen ist. Also ihr hört, also das Springen hört man auf jeden Fall auch. Und das Runterfallen hört man auch, also dieses Knackgeräusch von den Füßen zum Beispiel. Und jetzt wird er versuchen, die Bombe zu legen. Also ihr hört, man hört das Bombenlegen, also der hat keinen Einfluss drauf. Mit Exo-Mute oder ohne Exo-Mute. Deswegen kommst du noch mit, Marc. Dann machen wir es gleich nochmal mit Exo-Mute, das Ganze. Damit ihr nochmal einen schönen Unterschied hören könnt. Also jetzt macht der Marc Exo-Mute an und läuft die gleichen Bahnen. Ja, also ihr hört gar nichts. So wie ihr hört, ihr hört nichts. Jetzt ist gleich nochmal bitte mit Springen. Also wie ihr seht, also ihr hört, hört ihr nichts, man hört nur leichtes Aufkommen auf dem Grund, wo er drauf fällt. Also er bringt Exo mit für Springen schon und er hat keinen Strahldämpfer dabei oder auf Englisch Blast Suppressor. Weil das ist eigentlich ein Effekt, der nur auf die Minimap ist, aber das werden wir dann später noch sehen. Deswegen jetzt nochmal zum Bombe legen. Mit Exo Mute an natürlich. Also ihr seht beim Legen auf jeden Fall keinen Unterschied hier. Und aber was ihr erkennen könnt, ist, dass unter seinen Füßen auf jeden Fall solche Wellen entstehen. Das heißt, er ist ein bisschen leichter zu erkennen, wenn er verschwinden sollte. Und ja, jetzt kommen wir gleich mal zum anderen Part, und zwar Diffusen und natürlich mal mit den Anzug oder ohne den Anzug oder mit Exoblast. Was hast du, Marc? Gerade? Er hat jetzt mit Exoblaster an, deswegen machen wir danach ohne. So, Freunde, der zweite Part hier zum Exo-Mute sozusagen. Ich wollte die Bombe legen, deswegen lege ich sie nochmal. Marc wird dann versuchen, ohne Exo-Mute zu diffusen und dann auch mal mit. Und wir hören mal ganz genau hin, ob da ein Unterschied ist. Das war ohne, jetzt mit. Also wie ihr hört, hört eigentlich nichts, also das macht überhaupt gar keinen Unterschied, ob mit oder ohne. Wir haben vorhin kurz darüber diskutiert, ob ein Unterschied macht, jetzt habe ich es halt selber gehört, beziehungsweise gesehen. Man hört gar nichts. Es ist egal, ob mit oder ohne, man hört nur dieses leichte Piepen, das Drücken der Knöpfe und mehr auch nicht. Und ja, versucht auch wegzulaufen, das bringt auch nichts. Deswegen vielen Dank für die erste Folge von Abgejackt. Ich denke mal, Exo-Mute ist somit abgejackt und... Wir hören uns dann zur nächsten Folge. Da werde ich Exo Overclock nehmen, also Übertaktung in Kombination mit Lightweight. Was bringt es? Wie viel bringt es? Bringt es beim Springen was? Und so weiter. Peace out. Ciao.